Kosten in der zweiten Säule, was gibt es Neues? Haben wir eigentlich sehr viel daraus machen können. Wir haben uns drei Themen rausgepickt. Thema 1 haben wir eigentlich das kontroverseste Ergebnis aus der Studie, nämlich den Zusammenhang zwischen Kosten und Rendite. Da wollen wir mit ein paar zusätzlichen Daten, die wir in der Zwischenzeit erhoben haben, einfach ein Update geben. Hallo. Ah, ich wechsle, glaube ich, auf Hochdeutsch. Multilateraler. Der Schwerpunkt dann meines Referats, der befasst sich mit der Kostendarstellung in der zweiten Säule, wie sie ab Ende dieses Jahres vorgeschrieben sein wird, gemäß dem neuen Verordnungsartikel, Artikel 48a Absatz 3 BVV 2. Wir durften da ebenfalls im Auftrag des BSV ein Umsetzungskonzept schreiben zu diesem Verordnungsartikel, das vor eineinhalb Wochen publiziert worden ist. Also das ist jetzt ein sehr aktueller Punkt. Ich denke, das wird auch das Herzstück sein, dieses Referats. Wenn noch Zeit bleibt, da werde ich dann sicher von dir gesteuert und kontrolliert, Michi. Wenn noch Zeit bleibt, werden wir uns noch einem Thema widmen, das sehr aktuell diskutiert wird in den Kostenanalysen, die wir machen für Vorsorgeeinrichtungen. Interessant gleichermaßen für Buy-Side und Sell-Side, dass man nämlich versucht, aus Kostensicht mal Performance Agreements in Vermögensverwaltungsverträgen zu beleuchten. Also da im Wesentlichen, dass man sagt, eine Performance Fee kann als Option betrachtet und bewertet werden. Und es ist für beide Seiten, die in die Verhandlungen eingebunden sind, interessant, den Wert, den Fair Value dieser Performance-Beteiligung zu kennen. Und eben, das wäre dann Thema Nummer 3. Aber jetzt ganz kurz zu dem Chart oder zu der Feststellung, zu dem Ergebnis, das die heftigsten Reaktionen ausgelöst hat in der Presse. Das ist der Zusammenhang zwischen Kosten, wie wir sie erhoben haben, hier bei 64 Vorsorgeeinrichtungen. Wir messen Kosten in Basispunkten des Vermögens. Erhebungsjahr ist für die Studie war jeweils das Berichtsjahr 2009. Also diese Beobachtungen gehen auf 2009. Und wir haben von diesen Vorsorgeeinrichtungen auch die jährlichen Renditen aus dem Jahresbericht 2005, 6, 7, 8, 9 genommen und daraus eine 5-Jahres-Rendite gerechnet. Und man sieht jetzt eigentlich die Punktewolke und die Trendlinie, die einen negativen Zusammenhang postuliert zwischen diesen beiden Größen. Also in unserer Stichprobe gilt, dass Vorsorgeeinrichtungen, die tiefere Kosten haben, eine höhere Nettorendite erzielt haben über den Zeitraum 2005 bis 2009. Wenn man hier noch ein bisschen das versucht, in statistischen Größen auszudrücken, dann ist der Zusammenhang minus 1,6. Das heißt jetzt im Querschnitt, dass diejenigen Kassen, die 1% weniger Kosten hatten über den 5-Jahres-Zeitraum, eine durchschnittliche Rendite also dass die Durchschnittsrendite um 1,6% höher war. Dieser Zusammenhang ist super signifikant in diesem Querschnitt. Also man kann hier wirklich nicht sagen, dass diese beiden Größen in keinem Zusammenhang stehen. Und die Kosten erklären rund ein Fünftel der beobachteten Streuung in den Renditen. Hier ist an verschiedenen Referaten damals der Einwand gekommen, ja, aber Sie erklären ja nicht alles die Kosten, oder? Von dem her, Sie erklären ja nur einen Fünftel. Und da habe ich immer gesagt, Gott sei Dank erklären Sie nur einen Fünftel, oder? Also, weil wenn Sie mehr als einen Fünftel erklären würden, könnte man aufhören mit Asset Allocation und sich mit der Frage zu befassen, ob alternative Anlagen in ein Portfolio gehören oder nicht. Anlagestilfragen, aktiv versus passiv, Währungsabsicherung, ja oder nein. Natürlich hatten alle diese Entscheide auch einen Einfluss auf die erzielte Rendite. Nichtsdestotrotz, ein Fünftel der beobachteten Unterschiede kann ich schon mal mit Kostenunterschieden erklären. Wir finden das viel.
Okay, aber das ist alles alter Kaffee. Man hat auch von verschiedener Seite gehört, das war jetzt ein sehr spezielles Zeitfenster, dieses 2,5 bis 2,9. Man muss schauen, wie sich das entwickelt, wenn noch zusätzliche Analysen gemacht werden. Und das sehen wir jetzt hier. Wir sehen jetzt wirklich ganz unabhängige Daten, ganz unabhängig einerseits, weil es 35 neue Vorsorgeeinrichtungen sind, die wir analysieren hier auf dieser Folie. Und weil wir auch jetzt uns auf das Renditefenster 2010, 2011 fokussieren. Also das sind 35 Beobachtungen im Zweijahreszeitraum 2010, 2011. Also die Daten wirklich komplett unabhängig. Wir sehen auch hier wieder den negativen Zusammenhang zwischen den beiden Größen. Und wenn wir hier die Zahlen dazugeben, ist der Zusammenhang in der Nähe von minus 1. Also je höher die Kosten, desto tiefer die Performance. Erklärt jetzt relativ wenig der beobachteten Streuung. Also man sieht auch, man hat die Punktewolke ist heterogener. Aber nichtsdestotrotz, die These, dass hier kein Zusammenhang besteht, die muss auch auf ziemlich hoher Konfidenz verworfen werden. Und jetzt hier muss man sich schon mal die Überlegung machen, oder? Der Zusammenhang könnte auch positiv sein. Also wir sind jetzt hier an ein ganz neues Datenset herangegangen und wir sehen wieder einen negativen Zusammenhang. Wir sehen wieder einen negativen Zusammenhang, der signifikant ist und der vom Parameter her eben die Aussage macht, ein gesparter Franken ist bei vielen Kassen dann auch ein verdienter Franken, der sich in entsprechende Nettorendite umlegen lässt. Vielleicht jetzt, was im Vergleich zur großen Stichprobe noch interessant ist, wir haben hier ein paar Ausreißer, die tragen viel zur hohen Signifikanz bei und auch zu diesem hohen minus 1,6 Wert. Es gibt hier noch einen zusätzlichen Wert, der sehr viel beiträgt zu diesem Zusammenhang und den wir aus Vertraulichkeitsgründen nicht in diese Grafik integrieren, nicht, dass er noch backgetrackt werden kann. Jetzt in dieses neue Sample lebt weniger von Ausreißern, sondern diese Struktur ist kompakter, robuster. Okay. Ja. Also der Kostenansatz ist der, den wir in der BSV-Studie entwickelt haben. Das ist dieser TRTTCSC-Ansatz, also dass wir einerseits versuchen, über alle Bewirtschaftungsebenen eines Portfolios durchzuschauen und mal die TER zu messen. Unter TER fassen wir alle bestandesabhängigen Gebühren zusammen. Also wenn es ein internes Mandat ist, messen wir die Lohn- und Infrastrukturkosten. Wenn es ein externes Mandat ist, dann nehmen wir die Mandatsgebühren aus dem Vermögensverwaltungsvertrag. Wenn es ein Fonds ist, dann greifen wir direkt diese TER an. Wenn auf zweiter Stufe nochmals kollektive Anlagen eingesetzt werden, greifen wir auch die gewichtete Total Expense Ratio ab. Das ist der TER-Teil. TTC sagen wir, das sind Kosten, die entstehen, wenn Wertschriftenhandel betrieben wird auf den verschiedenen Stufen, also Transaktionskosten, Transaktionssteuern. Und was wir da auch reindrücken in dieses TTC-Aggregat, sind noch Ertragssteuern, also Quellensteuern, die im Ausland erhoben werden auf Dividendenerträge und Zinserträge. SC, Supplementary Cost, das sind Kosten, die man heute eigentlich schon findet in den Betriebsrechnungen, der Jahresrechnungen. Das sind Kosten, die sich nicht in einzelnen Teilvermögen zuordnen lassen. Controlling, Global Custody, Beratung, Legal Kosten, Wertschriften, Buchhaltung etc. Das ist Vermögensverwaltungskosten. Die Liegenschaften haben wir auch, also da gibt es ja bei Fonds gibt es auch TER-Konzepte, wo neben der Portfolio-Management-Seite auch noch die Liegenschaftsverwaltungsseite dazukommt, ist auch dabei. Ja. Von der Idee her wollen wir mit unserem Kostenansatz eigentlich das messen, was an Performance-Minderung verloren geht. Das heißt, wenn wir einen Manager haben, der hat eine neutrale Leistung, ein Skill von 0, ein Alpha von 0, dann sind unsere Vollkosten
treffen im Idealfall genau diese neutrale Leistung. Das heißt, wir haben einen Total Return Benchmark in einem Mandat, der hat 1,7% gemacht. Wir messen Vollkosten gemäß diesem TRT-TCSC-Ansatz von 50 Basispunkten. Dann ist unsere Aussage, dass ein Manager nach Abzug von allen Kosten auf allen Stufen, Transaktionskosten und Steuerbelastung inklusive, ein erwartetes Ergebnis von 1,2% resultiert. Also das ist die Idee. Es gelingt nicht in jedem Eckwinkel der Anlageorganisation, aber wir versuchen diesen Drilldown wirklich konsequent durchzuziehen. Okay, so viel als Follow-up zur BVV-Studie. Ich möchte jetzt wechseln zum Artikel 48a Absatz 3 BVV 2. Der Wortlaut dieses Verordnungsartikels ist auf dieser Folie aufgeführt. Er ist in der allerletzten Etappe, also quasi 5 vor 12 der Strukturreform, ist er noch reingerutscht. Das war Juni 2012. Der Artikel, ich lasse ihn vielleicht einen Moment, ist wichtig, dass Sie das kurz über sich ergehen lassen, was hier steht. Dieser Artikel ist jetzt eigentlich Vorschrift für Vorsorgeeinrichtungen, wie sie ab Ende dieses Jahres die Vermögensverwaltungsaufwendungen im Anhang der Jahresrechnung aufführen müssen. Der Verordnungswortlaut hat für viele rote Köpfe gesorgt dieses Jahr, weil er Fragen aufwirft. Diese Fragen möchten wir jetzt auch diskutieren. Diese offenen Fragen haben dazu geführt, dass wir im November 11, also im November letzten Jahres vom BSV einen Auftrag gefasst haben, ein Umsetzungskonzept oder Empfehlungen für die Umsetzung zu entwickeln, wo eben diese offenen Fragen und diese Interpretationsspielräume, die der Wortlaut heute noch offen lässt, dass die kleiner werden, oder dass der Verordnungsartikel in der Umsetzung klarer wird. Die Zielsetzung für das Umsetzungskonzept, die uns mit auf den Weg gegeben wurden, war, schlussendlich muss die Umsetzung dieses Verordnungsartikels zu mehr Transparenz führen. Dieses Ziel ist legitim. Wenn wir heute in die Betriebsrechnungen der Vorsorgeeinrichtungen reinschauen, dann müssen die heute schon alle einen Vermögensverwaltungsaufwand ausweisen. Wenn man eine Rangliste der prozentualen Vermögensaufwendungen macht über die 2300 Vorsorgeeinrichtungen, dann hat diese Rangliste einfach nichts mit den effektiven Vermögensverwaltungsaufwendungen zu tun. Also man könnte sich das gleich schenken. Der Informationsgehalt von diesem Vermögensverwaltungsaufwand, wie er heute in der Betriebsrechnung drin ist, ist null. Von dem her eben, ist die Idee des Gesetzgebers, dass hier am Schluss einfach etwas da sein soll, das eben einen Informationsgehalt hat, die ist legitim, oder? Als zweites ist das Ziel, dass alle Durchführungswege in der Vermögensanlage irgendwie fair und konsistent behandelt werden. Und schlussendlich soll es für die Vorsorgeeinrichtungen umsetzbar sein. Okay, wie ist jetzt das auf der Zeitachse ein bisschen zu sehen? Wir haben eben im November diesen Auftrag bekommen. Im April 2012 haben sich dann noch verschiedene Leute von der OAK, also von der Oberaufsichtskommission, die ja dann in der Umsetzung diesen Verordnungsartikel tragen müssen oder Leitplanken vorgeben müssen, wie das im Zeitverlauf gelebt wird. Also sie muss eine konsistente Aufsichtspraxis entwickeln, auch zu diesem Artikel. Nicht nur zu diesem, aber auch zu diesem. Darum war es wichtig, dass auch OAK-Leute mit ins Boot gekommen sind in dieser Arbeitsgruppe. Es gab zwei Vernehmlassungsrunden, eine eher mit Pensionskassenvertretern, da war beispielsweise auch der Herr Konrad da, der im Raum gerade nebendran ein Referat hält. Und es gab einen zweiten Vernehmlassungstermin, wo eher die Sell-Side, also Produktvertreter von verschiedenen Dachverbänden, Interessenorganisationen, sich mal angehört haben, was in diesem Umsetzungskonzept drinsteckt. Am 29.08.2012, das ist schon mehr als 2 Wochen her,
wurde dieses Umsetzungskonzept publiziert auf der Webseite des BSV. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert noch bis Ende Jahr? Diese Empfehlungen haben keinen verbindlichen Charakter. Also das ist, wir sind hier nicht zu Weisungsgebern oder zu einem verlängerten Arm des Gesetzgebers geworden. Hier werden bis Ende Jahr von der OAK Weisungen oder Ausführungsbestimmungen kommen, die sich aber wahrscheinlich in der einen oder anderen Form auf dieses Dokument beziehen werden. Es kann aber auch sein, oder das dringt jetzt so ein bisschen durch, dass für die Jahresrechnung 2012 noch eine Übergangsregelung gilt. Das ist so von Seite OAK schon zu vernehmen. Okay. Ich möchte jetzt konkret auf die Probleme zu sprechen kommen, die sich in der Anwendung des Verordnungsartikels ergeben. Problem 1. Welche Anlagen in einem Portfolio einer Vorsorgeeinrichtung sind eigentlich adressiert durch diesen Verordnungsartikel? Man denkt ja an die Kollektivanlagen. Da sind die Kosten drin, die eben nicht in die Wertschriftenbuchhaltung, die nicht in die Erfolgsrechnung reinkommen. Kollektivanlagen, man denkt an Fonds. Man denkt auch an Immobilienfonds, oder? Weil das ist eine spezielle Sorte von Fondsanlagen. Und auch Immobilienfonds weisen ja, oder verschiedene weisen eine Total Expense Ratio aus. Wenn man Immobilienfonds aber adressiert, dann sollte man eigentlich auch Immobilienaktiengesellschaften adressieren, weil die tun ja genau dasselbe. Ist einfach ein bisschen eine andere Legal Form. Aber das Geschäftsmodell ist sehr, sehr, sehr ähnlich. So ähnlich, dass man sagen muss, same business, same rules, würde dazu führen, dass auch Immobilienaktiengesellschaften analysiert werden müssten. Ja, und wenn Immobilienaktiengesellschaften, eine Swiss Prime Site, die im SPI drin ist, im Swiss Performance Index analysiert wird, wo sieht man dann genau die Leitlinie zu anderen Geschäftsmodellen, zu anderen Aktiengesellschaften, die eben dann nicht kostenwirksam sind? Und wenn hier von Amtes wegen keine klaren Leitlinien kommen, was ist eigentlich gemeint durch dieses Gesetz? Was ist der Geltungsbereich? Ich darf dieses Wort nicht gebrauchen. Ich wurde vom BSV instruiert, dass ich das Wort Geltungsbereich nicht gebrauchen darf, weil der Geltungsbereich sind formell juristisch alle Anlagen, aber der gemeinte Geltungsbereich dieses Verordnungsartikels, das muss eine kleinere Teilmenge sein. Weil wenn es nicht gelingt, diesen gemeinten Geltungsbereich zu fixieren, wenn diese Leitlinien nicht klar gezogen werden können, dann wird das in der Praxis und in der Umsetzung dazu führen, dass entweder alle oder keine Anlagen ausgewertet werden, gemäß diesem Verordnungsartikel. Weil ich habe jetzt ein Beispiel gemacht, warum die Grenzziehung komplett arbiträr gehandhabt werden kann. Es gibt viele andere im Bereich der strukturierten Produkte. Was ist strukturiertes Produkt und was ist Derivat? Was ist ist eine Wandelanleihe? Ist das noch ein Nominalwert oder ist das ein strukturiertes Produkt? Und eben, wenn es nicht gelingt, hier klare Leitplanken zu ziehen, dann wird es in der Praxis dazu führen, dass am Schluss einfach alle Vorsorgeeinrichtungen das ganze Vermögensverzeichnis in den Anhang der Jahresrechnung reinlegen oder dass schlussendlich die Aufsicht darauf verzichtet, auf diesen Artikel in der Praxis überhaupt anzuwenden. Okay, was ist jetzt im Konzept, im Umsetzungskonzept, der Ansatz für die Abgrenzung des gemeinten Geltungsbereichs? Das ganze Umsetzungskonzept hat die Philosophie, auf Produktregulierung, auf bestehender Produktregulierung aufzubauen. Man will hier nicht eine Definition von Anlagegruppen neu erfinden, sondern man will sich weitestmöglich auf das abstützen, auf Legaldefinitionen abstützen, die aus der bestehenden Regulierung von Anlageprodukten abgegriffen werden kann. Das ist in der Schweiz ist das KAG, Kollektives Anlagegesetz. Und KAG reguliert schon mal eine ganze Gruppe von Fonds, die ich jetzt hier mit Sondervermögen bezeichne, reguliert eine ganze Menge von Investment- und Beteiligungsgesellschaften. Hier die üblichsten Formen SICAV, SICAV, die
die den Hardcore-Strukturjuristen unter Ihnen ein Begriff sein dürften. Es gibt aber hier in diesen Archetypen Investmentbeteiligungsgesellschaften, Sondervermögen, Fonds, gibt es Gruppen, weitere Gruppen, die vom Kollektiv, vom Schweizerischen Kollektivanlagegesetz aus verschiedenen Gründen nicht erfasst sind. Insbesondere qualifizierte Fonds, die im Ausland aufgelegt werden und die in der Schweiz eigentlich keine Vertriebszulassung für den öffentlichen Vertrieb ans Retail-Publikum haben. Die sind nicht reguliert durch das KAG. Müssen natürlich, aber wenn wir hier von Kostenregulierung, von einer konsistenten Kostenregulierung für die zweite Säule sprechen, muss das rein, oder? Hier sind die ganzen alternativen Anlagen, offshore. Das sind die beiden Durchführungswege. Und dann gibt es noch zwei separate Sparten, die durch das kollektive Anlagegesetz nicht abgedeckt sind. Einerseits das Spezialgefäß Anlagestiftungen, was nur schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen oft steht, sehr ähnlich im Setup zu einem Fonds, und der ganze Bereich der strukturierten Produkte. Das ist so im Wesentlichen das, was wir eben als gemeinten Geltungsbereich dieses Verordnungsartikels bezeichnen. Okay, und dann ist man schon bei der zweiten Gretchenfrage dieses Verordnungsartikels. Welche Vermögensverwaltungskosten sind genau gemeint? Eben, wir haben eine Total Expense Ratio, die vielleicht alle kennen. Wir haben in der Verordnung des Kollektivanlagegesetzes, im KKV, haben wir eine All-In-Fee, ein bisschen was anderes als eine TEO, aber ähnlich. Wir haben neu aus der europäischen Gesetzgebung für das Key Investor Document das Konzept der Ongoing Charges, auch ein bisschen ähnlich wie eine TEO, aber auch ein bisschen anders. Wir haben aus der BSV-Studie dieses Konzept der TRTTCSC, also eben der Vollkosten. Was soll man nehmen? Und wiederum, wir schauen in die Produktregulierung rein, die wir haben. Wir schauen in die Jahresberichte der Fonds, die auf den Depots der Pensionskassen liegen. Und wir finden darin im Wesentlichen eine Zahl. Und das ist die TEO. Also wenn wir eine finden. Wenn wir also im Jahreszyklus Kostenoffenlegung betreiben wollen, auf Stufe der eingesetzten kollektiven Anlagen, führt kein Weg der TEO vorbei. Und darum ist Kostenoffenlegung gemäß Artikel 48a Absatz 3 BVV 2 wird eigentlich zu einer TEO-Offenlegung in den Empfehlungen. Okay. Und wenn man das jetzt zu einem Prüfschema zusammenzieht, schaut man sich eine Anlage, die eine Pensionskasse erworben hat oder die im Depot drin ist, schaut man sich die an und fragt als erstes, eben nicht, ist sie im Geltungsbereich, das hat jetzt hier eine neue, es gibt jetzt hier die Bezeichnung der kostentragenden Anlage, das musste ein Tag vor der Publikation musste im ganzen Dokument die Bezeichnung des Geltungsbereichs ersetzt werden durch den Begriff der kostentragenden Anlage. Also es wurde jetzt dieser Begriff geprägt. Ist es eine kostentragende Anlage im Sinne der Verordnung? Wenn es eine kostentragende Anlage ist, dann geht der Prüfprozess weiter. Also wenn es keine ist, dann ist diese Anlage einfach nicht betroffen durch die Verordnung. Wenn sie eine kostentragende Anlage ist, kommt die Frage, ob die Anlage einen transparenten Kostennachweis hat auf jährlicher Basis, beziehungsweise, wie ich jetzt eben gerade gesagt habe, verfügt sie über eine TEO im Jahresbericht. Wenn sie keine hat, dann greift jetzt der Wortlaut, der Verordnungswortlaut. Dann muss die Position aufgeführt werden, wie das im Verordnungswortlaut vorher beschrieben wurde. Ja. Genau, ich muss die Frage wiederholen, sonst ist das nicht auf dem Record drauf. Genau, die Frage von Daniel Dubach ist dahingehend, ob Anlagen, muss ich es nochmal schnell zusammenziehen, ob eine Pensionskasse nun von sich aus ins Depotverzeichnis reinschauen kann und eigentlich selbst die Zuordnung
vornehmen kann, welche Anlagen von diesem Verordnungsartikel betroffen sind und welche nicht. Also eben, wenn die Anlage keine Anlagestiftung ist, wenn es kein Fonds ist, wenn es kein Investment- und Beteiligungsgesellschaft ist, wenn es kein strukturiertes Produkt ist, ist die Anlage nicht betroffen durch diesen Verordnungsartikel, gemäß diesen Empfehlungen. Ja, ja. Eine letzte Frage, die noch bleibt. Wenn ich jetzt einen Fonds habe, ein ganz normaler Fonds, der weist sanitär aus, was mache ich jetzt damit? Weil in der Betriebsrechnung ist sie ja nicht. Also auch ein transparenter Fonds verarbeitet die Kosten, die im Produkt enthaltenen Kosten nicht in der Betriebsrechnung. Und da ist jetzt die Idee, dass man diese gewichtet, also dass man diese Volumen gewichtet und zu einer Gesamtzahl zusammenzieht, die im Anhang des Jahresberichts als zusätzlicher Kostenaufwand aufgeführt wird. Genau, also wir orientieren uns an der Richtlinie von Swiss Fund Association. Swiss Fund Association hat für verschiedene Produktgruppen verschiedene TER-Definitionen. Zuerst einmal der traditionelle Wertschriftenfonds. Der traditionelle Wertschriftenfonds enthält Managementgebühren, Fondsleitungsgebühren, Administrationsgebühren, Depotgebühren, Performancegebühren. Das ist der traditionelle Wertschriftenfonds für eine Fund-of-Fund-Struktur. Definiert SFA die sogenannte synthetische TER oder zusammengesetzte TER. Das sind die gleichen Kostenkomponenten auf Stufe des Dachfonds plus die gewichteten TERs, volumengewichteten TERs der zugrunde liegenden Zielfonds auf zweiter Stufe. Das ist die synthetische TER und dann gibt es noch die Immobilien, die TRF, also das ist der Real Estate Fund, Total Expense Ratio, ist in einer separaten Richtlinie geregelt und die Real Estate TER hat eben zusätzlich zu den Portfolio-Management-Aufwendungen noch die Kosten des Liegenschaftsmanagements, die ebenfalls in die TER reinfließen. Nicht in ein Kostenkonzept auf der Immobilienseite fließt ein, was mit dem Objekt, also was Aufwand am Objekt, am Haus, also Unterhalt, Sanierung, Renovation, das ist nicht TER-wirksam auf der Immobilienseite. Aber Liegenschaftsverwaltung ist TER-wirksam. Jetzt auch wenn wir ein Direktliegenschafts... Gut, ich muss jetzt nicht zurück auf unseren Ansatz, wie wir das in der BSV-Studie gemacht haben. Sind wir an einem anderen Ort. Okay, das ist im Wesentlichen die Mechanik des Umsetzungskonzepts. Wir gehen noch ein bisschen mehr ins Detail und sagen uns, okay, Pensionskasse, das beantwortet vielleicht auch deine Frage. Es wird 31.12.2012, was muss die Pensionskassen tun? Sie beschafft sich das Wertschriftenverzeichnis. Fängt oben an, Anlage 1. Fragt sich für Anlage 1, bist du eine kostentragende Anlage? Im Falle eines Sondervermögens, eines Fonds, Fonds ist eben ein bisschen ist ein nicht ganz klarer Begriff, weil unter dem Begriff des Fonds sind heute auch die ganzen SICAV-Strukturen, die beispielsweise in der Schweiz aufgelegt sind, die werden auch als Fonds verstanden. Juristisch sind es aber Investment- und Beteiligungsgesellschaften. Darum trennen wir eigentlich zwischen, sind die Wertschriften in einem, auf einer Bilanz, in einem Balance Sheet, das von einer gewinnorientierten Gesellschaft weg ist oder nicht. Und dann nennen wir das eine, nennen wir das Sondervermögen. Und das andere nennen wir Investment- und Beteiligungsgesellschaft. Okay, alles was Sondervermögen ist und Anlagestiftungen, sind kostentragende Anlagen. Im Falle der strukturierten Produkte und Investment- und Beteiligungsgesellschaften haben wir gewisse Fallunterscheidungsprobleme. Darum ist das Dokument 40 Seiten lang geworden. Das ist wegen diesen Fallunterscheidungsproblemen, die wir hier haben. Die können tricky sein. Alles andere ist keine kostentragende Anlage. Eine Pensionskasse, die keine Fallunterscheidungsprobleme hat, die ist relativ schnell durch mit der Anwendung des Umsetzungskonzepts.
glaube, von der Zeit her, ich möchte jetzt nicht zu tief auf diese Fallunterscheidungen eintreten. Können Sie ein, zwei Beispiele geben? Okay, also im Bereich der strukturierten Produkte stellen sich Abgrenzungsprobleme zum einen gegenüber Derivaten. Also klassisches Beispiel der Warrant. Ist der Warrant ein strukturiertes Produkt oder ist er eine Plain Vanilla Option? Weil irgendwo muss man ja aufhören, sonst sind dann auch die ganzen Devisen-Termingeschäfte und die ganzen Stock-Futures und die ganzen Bond-Futures sind dann auch alles sonst dann plötzlich Produkte. Und das klassische Fallbeispiel ist der Warrant. Weil der Warrant ist gemäß Börsengesetz ist er kein strukturiertes Produkt und gemäß Dachverband für strukturierte Produkte in der Swiss Derivatives Map ist er ein strukturiertes Produkt. Also es ist nicht so, dass die verfügbaren Produktregularien hier klare Abgrenzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen würden. Also das ist jetzt ein Problem bei den strukturierten Produkten, dann hat man aber auch bei den strukturierten Produkten, wenn man die Abgrenzung gegenüber Schuldverschreibungen machen muss, weil jedes strukturiertes Produkt kann ja auch als Bond angeschaut werden, wo einfach der Coupon anstatt irgendeine Fixed Rate eine Zahlung ist, die an irgendeine Drittreferenzbasiswert geknüpft ist. Oder? Eben Stichwort Wandelanleihe, Stichwort CDOs, CLOs, sind das strukturierte Produkte oder sind das Schuldverschreibungen? Oder? Da haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auf eine Begriffsabgrenzung abzustützen, die von der FINMA kommt. Die kommt zwar nicht explizit von der FINMA, aber sie gibt das weiter an die Selbstregulierung Swiss Banking. Und Swiss Banking hat, ich glaube, jetzt muss ich schauen, dass ich kein Zeichen erzähle, in der Richtlinie Vermögensverwaltungsrichtlinien gibt es eine Definition von Swiss Banking, was ist Schuldverschreibung, was ist strukturiertes Produkt, inklusive Liste. Und diese Liste entspricht zwar nicht den Vorstellungen vom BSV materiell, aber da war das BSV offen irgendwo auch für die Bemerkung, dass man sagt, BSV, zweite Säule, kann nicht andere Begriffsabgrenzungen pflegen als FINMA. Und wenn man die ändern will, dann müssen die an einem Tisch sitzen und müssen zusammen eine neue Begriffsabgrenzung finden. Tatsache ist, wenn man tief in diese Begriffsabgrenzungen reingeht, das wird komplett arbiträr, oder? Und das höchste Gut hat man dann, dass der ganze Finanzmarkt basierend auf konsistenten Regelungen gesteuert wird. Das ist wirklich das Beste, was man erreichen kann, weil inhaltlich materielle Konsistenz, das fliegt einem, an irgendeinem Punkt fliegt das einem um die Ohren, oder? Okay, man hat diese Abgrenzung, kostentragend, nicht kostentragend. Für die kostentragenden muss man sich jetzt den Jahresbericht beschaffen. Wenn es so einen nicht gibt, dann ist man halt schon mal intransparent. Wenn es so einen gibt, geht man in den Jahresbericht rein, sucht die TEA. Wenn man eine TEA hat, oder wenn man keine TEA hat, ist man halt eben nicht transparent. Wenn man eine TEA hat, stellt sich dann noch die Frage, ob die TEA dem SFA-Standard standhält. Und da geht es jetzt im Wesentlichen inhaltlich eigentlich um Performance-Beteiligung, ja oder nein. Es gibt einfach Offshore-Standorte, die TEA-Kennzahlen kennen, wo die Performance-Beteiligung nicht drin enthalten ist. Und dann gibt es einfach noch Fondsstandorte, wo die TEA, die ausgewiesen wird, das Blatt nicht wert ist, wo sie draufsteht. Oder? Genau. Okay, Stand heute, was jetzt das heißt für die wichtigsten Gruppen von Anlagen, die man in einem Depot von Vorsorgeeinrichtungen findet. Wenn traditionelle Wertschriftenfonds oder Fund of Funds oder Immobilienfonds das jeweilige Kennzahlenkonzept in ihrem Jahresbericht von SFA abbilden, dann ist okay. KGAST hat eine spezifische Richtlinie für Immobilienanlagestiftungen, die sogenannte TERISA, glaube ich 2008 sogar oder 2010 definiert. Wenn eine Immobilienanlagestiftung diese TERISA berechnet, ist okay. Für Wertschriftenanlagestiftungen hat KGAST eigentlich bis am 31. August dieses Jahres, welcher Zufall, kein Kostenoffenlegungskonzept gekannt.
Jetzt am 31. August wurde ein solches publiziert. Weil es kein solches Kostenoffenlegungskonzept gab, galt für die Anlagestiftungen, obwohl es sehr transparente Produkte sind, wenn es keine Kennzahl gibt, kann man sie im Sinne dieses Umsetzungskonzepts einfach nicht beurteilen, oder? Und eben für ausländische Anlagen fragt sich, ob die TEOS, die da ausgewiesen und ausgerechnet werden, dem SFA-Standard standhalten. Dann gibt es Produktgruppen, ich sage jetzt mal das Private Markets Modell, der Limited Partnership, der eben eine ganz andere Gebührenlogik hat, der sich der TEOS-Offenlegung Stand heute entzieht. Genauso eigentlich wie im Bereich der strukturierten Produkte, wo eine TEOS-Logik ebenfalls nicht angewendet werden kann. Und das ist dann eben daraus ergibt sich diese Erbsen- versus Linsenteilung, wie sie hier durch rote Kreuze, grüne Haken und orange Fragezeichen dargestellt ist. Das ist dynamisch. Das ist jetzt hier eine Momentaufnahme, ist so auch in diesem Umsetzungskonzept diese Grafik drin, aber das ist sehr dynamisch. Eben bester Beweis, dieses TEOS-Kennzahlkonzept, TEOS-Kagast-Konzept vom Dachverband der Anlagestiftungen, wo jetzt auch als Resultat des Umsetzungskonzepts eine T-Richtlinie rausgekommen ist, die inhaltlich äquivalent ist zur SFA. Wenn dieses Dokument eine Woche früher publiziert gewesen wäre, würde diese Tabelle anders aussehen. Und jetzt ist natürlich der Weg, der sehr aktiv beschritten wird von Dachverbänden, ist, dass man versucht, Kostenoffenlegungskonzepte zu entwickeln, die materiell den Ausführungen dieses Konzepts standhalten, und damit marschiert man jetzt zum OAK oder zur OAK. Und die OAK muss sich dann befassen, Produktgruppe für Produktgruppe, ob ein Kostenoffenlegungskonzept, das beschlossen wird, diesem SFA-Leuchtturm, an dem wir uns orientieren, standhält. Wenn man jetzt diese ganze Logik des Umsetzungskonzeptes zusammenzieht, dann kommt sowas raus, was dann im Anhang des Jahresberichts steht. Man sieht hier nochmal aufgeführt der Vermögensverwaltungsaufwand, wie er in der Betriebsrechnung schon vorne drin steht. Dann gibt es einen Block der TEOS-Kosten aus den transparenten Anlagen. Das sind eben diese volumengewichteten Total Expense Ratios der kostentransparenten strukturierten Produkte, eben noch nicht strukturiert, aber Fonds, Investmentgesellschaften etc. Und diejenigen Produkte, die eben nicht über einen, die als kostentragend zu deklarieren sind und die über keinen TEOS-Ausweis verfügen, die sind dann mehr oder weniger in dieser Form aufzuführen. Eben, das sind die Empfehlungen dieses Umsetzungskonzepts. Ob das so dann kommt oder nicht, das ist Sache der Oberaufsicht, oder? Sich da irgendwann zwischen heute und Ende Jahr dazu zu äußern. Eben, es wird erwartet, dass das November wird, bis sich die OAK äußert zu dem, und es wird erwartet, dass sie es gemeinsam tut mit einer Aufschubregelung für das Jahr 2012. Okay. Fünf. Ja, okay. Also, wir haben uns ja drei Ziele gesetzt. Also, die Jahresrechnung sollte im Bereich der Vermögensverwaltungskosten etwas aussagen gegenüber heute, wo die Jahresrechnung nichts über die effektiven Vermögensverwaltungskosten aussagt. Das ist ein Ziel, mehr Transparenz. Und vielleicht ist es mehr Transparenz, wenn man es mal quantitativ anschaut, ist es so in unserer Kostenanalyse, dass die Kostenaufwendungen, die ausgewiesen sind in der Betriebsrechnung, die sind zwischen 20% und 25%. Der TEOS-Anteil in diesem TEOS-TTC-SC-Konzept ist gemäß unserer Studie 75%. Also das heißt, wenn man jetzt eine Logik findet, die bezüglich dieser TEOS-Komponente die Kosten der Transparenten verarbeiten kann, und diejenigen, die eben nicht transparent verarbeitet werden können, ausweist, also wenn man so diese TEOS-Transparenz kreiert,
dann ist man schon mal vom Mengengerüst her an einem substanzielleren Ort, als man bis jetzt gewesen ist. Und vielleicht qualitativ muss man schon sagen, dieses Problem, was jetzt hier die zweite Säule beschäftigt mit dieser Kostentransparenz, es haben alle Investorengruppen weltweit haben dieses Problem. Das Kollektivanlagen, Kosten kennen, die vom NAV abgezogen werden und diese Kosten, die gehen in keine Betriebsrechnung, die finden den Weg in keine Betriebsrechnung eines Investors, der diese Kollektivanlagen einsetzt. Nein, eben. Also die haben dieselben Probleme, oder? Es hat ja letztes Jahr, jetzt nach der Finanzkrise, hat es in Holland hat es zwei sehr ähnliche Studien gegeben. Und Holland ist halt auch ein großer zweiter Säulemarkt, wo mit Druck solche Fragestellungen angegangen werden. Aber eben, dieses Problem haben alle, oder? Und ich sage jetzt mal, das ist meines Wissens der erste Versuch zu sagen, wir wollen Teertransparenz in der Rechnung des überlagernden Investors herstellen. Also mir ist kein anderer Rechnungslegungsversuch bekannt, der diese Kosten der Kollektivanlagen versucht zu visualisieren. Konsistent, ist, das war ein zweites Ziel, ist, dieses Umsetzungskonzept soll dazu führen, dass vergleichbare Durchführungswege der Vermögensanlage auch vergleichbar gehandhabt werden durch das Umsetzungskonzept. Das wird versucht, indem halt die wesentlichen Durchführungswege der kollektiven Vermögensanlage adressiert werden im Umsetzungskonzept. Es gibt Ausnahmeregelungen, da möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, oder es gibt vor allem eine Ausnahmeregelung, die aus Sicht der Konsistenz unschön ist, wirklich unschön. Aber wenn man diese Ausnahmeregelung nicht machen würde, wäre die Praktikabilität, also die Umsetzbarkeit durch Vorsorgeeinrichtungen in hohem Maß gefährdet. Jetzt lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Kann man nachlesen, warum oder was das Motiv ist für diese Ausnahmeregelung, die wir hier finden. Dann komme ich zu dieser Praktikabilität. Ist das umsetzbar für die Vorsorgeeinrichtungen? Eben, wir haben hier das Kochrezept, sind wir vorher kurz durchgegangen. Ist das umsetzbar? Wir glauben, es ist umsetzbar, mit limitiertem Aufwand. Einmal dadurch, dass nur der Anhang betroffen ist und nicht die Rechnung selbst. Das war durch den Wortlaut der Verordnung nicht klar. Also viele Vorsorgeeinrichtungen haben mir bis vor sehr kurzer Zeit gesagt, was muss ich denn jetzt, wenn ich einen Fonds kaufe, muss ich die Nettorendite, die ich geliefert bekomme, muss ich die Ende Jahr aufbrechen in eine Bruttorendite und in einen Kostenabzug und diese beiden Dinge separat verbuchen. Und das wäre ein Horror geworden, oder? Also es geht jetzt hier nur um den Anhang und eben nicht um die Rechnung selbst. Es ist eine reine Stichtagsbetrachtung und nicht eine Periodenbetrachtung. Also man nimmt das Wertschriftenverzeichnis am 31.12. plus die Jahresberichte dann, plus die Jahresberichte der als kostentragend deklarierten Anlagen. Also man muss halt in die Fondsjahresberichte reinschauen, die man kauft. Einmal pro Jahr muss man das tun. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass all die Vorsorgeeinrichtungen, die das konsequent nicht tun, keine günstigen Anlageorganisationen betreiben. Also von dem her, dieser Lenkungseffekt, der hier durchgesetzt wird, der ist aus volkswirtschaftlicher Sicht, richtet ja keinen Schaden an. Auch wenn er ein bisschen mehr Aufwand ist, unsere Meinung. Und vielleicht noch das Wichtigste zum Schluss. Warum müht man sich da mit dieser Kostendarstellung? Bringt das überhaupt etwas, wenn man mehr Informationen zu den Vermögensverwaltungskosten hat? Oder ist das einfach nicht nur eine Beübung aller Beteiligten? Es geht ja um die Nettorendite und die Nettorendite wird ja mal durch diese Information, ob es mehr oder weniger gekostet hat, direkt nicht beeinflusst. Wir meinen, dass Kostentransparenz mittelfristig zu Kosteneffizienz führt. Und der Zusammenhang ist der folgende. In einer intransparenten Welt, wo der Investor ein halbvolles Glas serviert bekommt, er weiß nicht mehr, er sieht nicht mehr, ist zufrieden mit dem, was er kriegt. In einer transparenten Welt, wo
wo er plötzlich sieht, dass das Glas mal voll war, aber dass dann halt ein Teil rückgeführt wurde an den Manager und für ihn nur das halbvolle Glas verbleibt, ist seine Zufriedenheit drastisch tiefer. Und weil seine Zufriedenheit drastisch tiefer ist, wird er sich in Bewegung setzen, während er es nicht tut. Und das ist, glaube ich, der tief in uns drin verankerte Grundmechanismus, den wir wahrscheinlich haben, seit wir unsere Vorfahren mit der Keule unterwegs sind, der uns vermuten lässt, dass eben Kostentransparenz schon zu Kosteneffizienz führen sollte. Aus Zeitgründen würde ich jetzt die Diskussion öffnen. Ich glaube, wir haben ein paar Minuten und auf das Exkursthema Performance-Beteiligung verzichten. Also eine Frage, ich hätte einen Buch rein. Eine Frage, sehr alt ist an der beneidenswerten Situation, dass Sie eigentlich als Fachberatung für diese Umsetzung jetzt im OAK dienen, oder? Das OAK oder die involvierten Fachstellen des Bundes, die machen nichts ohne Rücksprache mit Seelen, die das ganze Konzept gemacht hat. Die Frage, die ich stelle, wird auch diskutiert, eben weil es so schwierig ist und man trotzdem man es gut machen möchte und man nicht darum umkommt, viele Ausnahmen doch wieder zu machen, dass man auch im Sinne einer Balance dann auch sich verpflichtet und das vorgibt. In der Anlage, im Jahresbericht, im Anhang, auch einen irgendwie geachteten Standardsatz oder ein paar Sätze zu machen, was es bedeutet oder eben nicht bedeutet, anstatt nur diese nackten Zahlen anzugeben. Ich meine, viele Kassen werden sich das überlegen und das vielleicht machen, vielleicht wäre es sogar gescheit, wenn auch der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber sich darüber Gedanken machen würde. Und das kommunikativ eben auch abpasst, dann gibt es sehr viele Missverständnisse. Ja. Also eben vielleicht grundsätzlich mal vorweg wegen Rücksprache mit Calm, wenn es um die Entwicklung von Kostenkonzepten geht, würde ich jetzt Ihnen beipflichten, was BSV angeht, aber das ist eigentlich nicht mehr BSV-Sache hier. Ob das OAK zukünftig in irgendeiner Form auf uns zurückgreifen wird, kann sein, kann aber auch nicht sein, weil dann vielleicht auch wir dann irgendwann mal wieder sagen, wir sehen es nicht als unsere Funktion, verlängerter Arm des Gesetzgebers zu sein. Und auch, weil es vom OAK nicht unbedingt, die kann auch durchaus andere Wege gehen. Bezüglich der Wirkungskraft dessen, was jetzt da im Anhang steht und wie man das relativieren sollte, finde ich wichtig, dass der Gesetzgeber bereits einen Wandel vollzogen hat seit der Studie. Zum Zeitpunkt der Debatte um den Umwandlungssatz war der Gesetzgeber schon stark getrieben durch, ich sage jetzt mal, Extrempositionen, die gefordert haben, Gebote und Verbote zu erlassen im Bereich des Vermögensmanagements für Pensionskassen. Ich glaube, dass er heute mal wieder einen Schritt da zurückgemacht hat, vielleicht auch, weil mehr Information ist, weil mehr Transparenz da ist, wo er sagt, okay, der Entscheid bezüglich Asset Management überlassen wir den Pensionskassen. Wir versuchen einfach die Informationsspieße an die Hand zu geben, dass Investor und Anbieter eben mit gleichen Ellen und mit gleich langen Spießen am Tisch sitzen. Aber ich denke, er hat eher einen Schritt zurück gemacht von diesem Gebots-Verbotsstil, der noch eben, ich sage es mal, erste Hälfte 2011 dominant war. Von dem her glaube ich jetzt auch mittlerweile, dass selbst wenn Positionen oder ganze Produktgruppen jetzt mal intransparent ist, dann ist das kein Problem. Dann ist es aber Sache der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen. Das ist dann vielleicht die Antwort auf deine Frage, oder? Es ist dann an der einzelnen Vorsorgeeinrichtung zu sagen, wenn da einzelne Positionen da sind, warum die da sind.
Und da ist ja, das ist, steht ja jeder Pensionskasse frei, da ein Argumentarium mitzugeben, das dann aber auch wahrscheinlich sehr fallspezifisch sein wird, sehr vorsorgeeinrichtungsspezifisch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Text vorzimmern kann, der dann so auf jeden Anhang passt, oder? Aber das würde ich jeder Vorsorgeeinrichtung empfehlen, die da intransparente Positionen hat, dass sie einfach die Überlegungen dazu gibt, warum sie sich bewusst für diese Positionen entschieden hat, oder? Ich glaube, dass der Gesetzgeber einen Schritt weiter ist als vor einem Jahr, solchen Argumenten genau zuzuhören, oder? Und auch zu sagen, das ist okay. Wir wollen nicht die Anlagepolitik steuern. Es gibt sicher solche, aber ich glaube, es gibt viele, die auch da einen Schritt zurück gemacht haben in der Zwischenzeit. Das ist eine lange Antwort. Besteht nicht die Gefahr, dass da die Pensionskassen gegeneinander ausgespielt werden? Ich habe drei, vier Slides vorher, die der Beitrag im Also die 0735. Ja, okay. Eine Kasse, die viel Kollektivanlagen hat, da reichen die 35 nicht. Der hat vielleicht 55. Und eine Kasse, die aktive Aktienmandate direkt Anlagen hat, da steht unten stehen da vielleicht nur 22. Das oben kann 33 stehen, das ist dann eine andere Sache. Aber eben, die kostentransparenten Anlagen. Die eine Kasse hat 55, die andere steht 22. Es wird nur dann diese Zahl verglichen. Ja. Ich sehe schon im Tabi- und Tabellenbarometer, wo da die Verwalter von allen sind. Aber wie viel Prozent von den Aktien? Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, also, am besten noch Netto-Renten neben dran stellen, weil der billigste Vermögensverwalter hat einfach eine miese Rendite, weil er teure Netto mehr gebracht hätte. Ja, ja, das ist das Problem vom Antrag, ich weiß, das ist auch gut. Auch die Versicherten, die bei einem Zweifel spielen, ja, das würde ich anschauen. Die haben das Gefühl, jetzt kann ich es nicht vergleichen, aber sie vergleichen Zuckerrüben mit Vanille. Aber bis jetzt wurde ja eigentlich derjenige abgestraft, der direkt verwaltet hat. Also der hat einen externen Vermögensverwalter bezahlt, der ihm das Direktaktienmandat bewirtschaftet hat. Die entsprechenden Managementgebühren waren buchungswirksam und haben durchgeschlagen in der Betriebsrechnung. Während die kollektive Pensionskasse ihre Kosten verschwinden lassen konnte, oder? Und jetzt ist es ja so, dass eigentlich doch fast eher Fairness hergestellt wird, dass eigentlich unabhängig davon, ob ein direkter Durchführungsweg oder ein kollektiver gewählt wird, diese Kosten dann halt an verschiedener Stelle in der Jahresrechnung durchbrechen. Oder? Man kann doch sagen, die Summe der beiden Größen fasst oder vergleicht eigentlich die Kosten verschiedener Durchführungswege, oder? Ich glaube, die Fragen werden weiterhin diskutiert werden müssen, weil die Kosten sind ja nur ein Teil von drei Aspekten, Netto-Rendite und Risiko. Aber wir sehen, dass es ein sehr komplexes Gebiet ist, nur die Kosten zu kennen und die Kosten im Blick zu haben. Und solange die Korrelation negativ ist zwischen Kosten und Rendite, macht es sicher Sinn, sich diese Gedanken zu machen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken an Uli Metter. Wir haben auch dir einen schon erprobten Regenschirm als Dankeschön bei kommenden Turbulenzen. Und ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken. Besten Dank. Herzlichen Dank.